hier gab es einen schönen Baum. Und an dem Baum hängt die Pet mit einem Spanngurt befestigt. Der billigste Hauptständer, den es gibt. Das ist meine neue Lieblingsreifenmarke, Iran Yasser. Das ist mein Hinterreifen, den habe ich in Erivan montiert gekriegt. Und ich bin super zufrieden mit dem. Der hat unheimlich Grip und der klebt auf Asphalt wie ja, Kleber. Und dazu habe ich dann gestern für 7,80 Euro den passenden Vorderreifen hier im Iran bekommen. Der Seitenständer ist jetzt frisch mit WD-40 gefettet und da habe ich gegengehauen wie sonst auch und habe mir den Fuß an die Schiene geklebt. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Eine Ausfahrt. Und hier schauen wir. Echte Adventure-Bike. Wow. Das ist schon ausgeschildert. Oh, okay. Seh dich. Immer geradeaus. Da, wo Urumqi dran steht. Der ganz normale Wahnsinn auf iranischen Straßen. Mhm. Fette Kartoffeln, fette Zwiebeln, fette Blumenkohl. Wow, aber drumherum waren ja auch ganz viele Felder. Guck mal, diese Blumenkohlköpfe. Das ist mal Wahnsinn. Ein Markt mit Autobahnanschluss. Hotel. Ja. Achtung. Ich warte hier auf euch. Mach das. So, schauen wir mal, ob wir hier was kriegen. Gestern mit dem ersten Regentropfen haben wir uns in ein kleines Hotel gerettet und haben einen hervorragenden Stellplatz hier bekommen für Oscar und Pat. Nicht nass geworden. Unser 13,50 Euro Hotelzimmer wollten wir eigentlich gar nicht haben, aber irgendwie wollte uns hier gestern Abend kein billigeres Hotel aufnehmen. Hier sitzt Silke auf dem Bett, das ist ganz wichtig, mit unten im Stift und da wird jetzt eingetragen, wo wir nochmal überall hin wollen. Und wo geht's heute hin? Wir sind da in Bani, wollen hier entlang der irakischen Grenze fahren. Marivan, Pave, weiß nicht, ob wir so weit kommen. Vielleicht, ja, irgendwo da so, Kurdistan. Genau,
kaum Touristen hier. Das Wetter ist noch gut und die Temperaturen sind angenehm. Connected.